So, wir sind jetzt hier auf dem höchsten Punkt der Bayerischen Gartenschau in Wassertrüdingen, der Bergrose. Darauf, wo wir jetzt stehen, das war vor 2,5 Jahren alles nur Schutt und Asche. Das ist nämlich eine ehemalige Deponie. Und ich glaube, ich habe noch nie eine schönere Wiederverwertung einer Deponie gesehen. Die Deponie wurde dann abgeschlossen. Das heißt, man legt quasi Material drauf, damit kein Müll mehr austritt. Und dann wurde eben hier dieser Park, dieser Weg ist dann entstanden. Und dieser Weg, der besteht aus diesen kleinen Teilen. Und zwar wurden hier über 20 Tonnen dieses Materials angeliefert. Ich traue mich nicht so recht, hier mitzuhelfen, weil das soll halt auch wirklich schön bleiben und ich will da jetzt auch überhaupt gar nichts kaputt machen. Und die Jungs sind eh schon ein bisschen im Stress, deswegen wir lassen die jetzt einfach mal arbeiten. Ja, und genießen halt die Sonne und die Aussicht.